Wie hat dir denn der Workshop gefallen? Richtig, richtig gut. Und was fandst du gut? Eigentlich alles. Es hat auch richtig Spaß gemacht, es zu zeichnen und zu drucken und die Farbe halt so drauf zu machen. Wie bist du denn auf die Motive gekommen, die du machen wolltest? Also am Anfang ist mir eigentlich nichts eingefallen und dann ist mir irgendwie ein Pinguin in den Kopf gekommen. Ich weiß nicht wie. Magst du Pinguine? Ja. Und findest du, dass dein Pinguin gut geworden ist? Ja, schon. Was war denn dein Lieblingsmotiv? Was hast du denn am liebsten gemacht? Gezeichnet. Gezeichnet? Und was hast du so gezeichnet? Hund, ein Spinnennetz. Ein Spinnennetz. Sonst habe ich eine Hase. Und dann noch ein Osterhase. Ein Eichhörnchen. Wie hat dir denn der Workshop gefallen? Gut. Und was hat dir dran gefallen? Also, dass man da gut zeichnen durfte, dass man da drucken durfte, dass man das dann malen durfte. Tust du auch zu Hause gerne Kunst machen, gern zeichnen und malen? Ja. Was machst du da so? Ich zeichne Tiere. Tiere? Hm? Hast du jetzt heute und die letzten Tage im Workshop auch Tiere gemacht? Ja. Und was für Tiere? Ich habe ein Eichhörnchen und einen Hund gemacht. Sind das deine Lieblingstiere? Ja. Sehr schön, wenn du jetzt zum Beispiel auch die Farbe auf unserer Zunge vielleicht auswischen kannst, dann ist das leicht. Kann man probieren? Ja. Oh, ist ja schön. Schau mal. Das ist ja auch cool, oder? Kanntest du schon die Kaltnadelradierung vorher? Ja, ich habe es mal im Internet gelesen, aber eigentlich so richtig gesehen habe ich es noch nicht wirklich. Aber hast du dir es dann auch so vorgestellt, wie es jetzt war? Ich habe es mir nicht ganz gut vorgestellt, also es war jetzt viel, viel besser. Thank you.
jetzt gleich nochmal ein. Und es hat dir Spaß gemacht? Ja, richtig viel. Und was hat dir am meisten Spaß gemacht? Zeichnen, Drucken? Es war alles richtig cool.